Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder Karten gebastelt. Oh, welche Überraschung. Ich habe jetzt hier so ein 12er Set. Das ist, denke ich, ich weiß gar nicht, ob es die Sets alle noch gibt, aber es gibt ja immer irgendwelche. Und das ist jetzt so sehr blumig und fröhlich. Ich finde es sehr, sehr schön. Einmal dieses hier. Hier oben steht Greetings. Ich weiß nicht, ob man das so lesen kann. Das finde ich auch total schön. Mit diesen Holzscheiben. Ja, gefällt mir richtig gut. Hier steht Happy Birthday drauf. Dann, das gehört so. It's your special day steht hier drauf. Wenn ich das jetzt näher ziehe. Nee, der fokussiert leider nicht. Schade. Dann haben wir hier Summertime. Hier steht nur Notes. Finde ich auch sehr schön. Na, hier auch mit diesem alten Holz als Hintergrund finde ich total schön. Die ganzen Blumen. Delight Friendships steht hier oben dran. Finde ich richtig schön. Das ist wirklich ein fröhliches, blumiges Set. Mag ich schon ganz gerne so. Hier steht gar nichts drauf. Hier steht nur Greetings drauf. Ja, ihr seht auch, ich habe hier die verschiedensten Karten benutzt, weil ich habe so viele verschiedene Karten, dass die jetzt auch mal endlich alle ein bisschen verbastelt werden, weil am allerliebsten habe ich natürlich diese Quaff-Papierkarten, aber die anderen müssen auch mal verbastelt werden. Und hier passte das teilweise gut zu den Farben. Hier steht It's your day drauf und hier Enjoy. Hier habe ich keinen Umschlag. Finde ich auch total schön mit diesem Briefumschlag, wo diese Blumen rauskommen. Dann immer wieder dieser Marienkäfer, den finde ich auch total niedlich. Und hier steht nur Happy drauf auf diesen ja, Dingern. Mail for you, Post für dich, finde ich auch nicht schlecht. Man kann ja auch mal jemanden einfach nur mal so Grüße schicken. Happy Day with love for you. Finde ich auch sehr schön. Und hier steht nur Love hier unten drauf. Ja, und auch natürlich wieder alles mit Abstandspads. Ich denke mal, ihr seht das. Ja, finde ich ein sehr schönes Set. Und jetzt habe ich das nächste verbastelt, aber ich habe noch einige. Also da kommen noch ein paar Videos. Ich will euch die alle zeigen. Und ja, ich werde die auch teilweise an die Familie verschenken, aber da werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwie Verpackungen basteln. Also da kommt auf jeden Fall noch in Zukunft was, aber es dauert erstmal, bis ich die alle verbastelt habe. Ich sage jetzt wieder bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.